Meinen internen Berechnungen nach sind unsere Überlebenschancen äußerst gering. Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Wow, was war denn das? Und hey, wir liegen mal nicht am Boden zu Beginn einer Folge. Erklärend. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. Sehr gut. Dann raus hier. Hey, klettern. Schwachkopf. Da haben wir ja wieder die bemühte Feindseele. Sie ein wenig gezwungen. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super, klasse. Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist? Wann kommt dein Rettungsschiff an? Mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Okay. Dann sieht das ja hier nicht wirklich gut aus. Komm, lass mich mal rüber hier. Wenn man vom Teufel spricht. Oh. Lange Kampfsignaturen. Er ist am Leben. Er hält gegen einen ganzen Trupp Skulls durch. Doch. Okay, ja, dann sollten wir da vielleicht noch Hoffnung. Schnell hin. Na los. Oh, natürlich, welche Überraschung. Das waren die, die man nicht herziehen kann, ne? Naja, wenn sie tot sind, erst recht nicht. Verdammt, das ja, genau. Nicht. Ja, ich hab's kapiert. Dann erledigen wir die eben etwas anders. Dann erledigen die auf dem stinknormalen Scheißweg. So, ein bisschen Würgereiz, um noch ein paar Skillpunkte abzugreifen. Stolperdraht. Ups, nein, das war schon recht. Yes. Nachladen. Oh, wir haben wieder richtig viele Punkte. Das ist sympathisch. So, und tschüss, Sikorsky. So, nochmal eine kleine Würgereiz und. Eilung, wir sind fast da! Mischka, warte! Wow! Verdammt! Hilf mir runter! Wir brauchen sie nicht mehr. Ja, trotzdem können wir sie nicht zurücklassen. Vor kurzem wäre dir das noch klar gewesen. Eine Lektion in Ethik? Die Dinge haben sich geändert. Du gibst also auf. Du lässt den Computer gewinnen. Ja. Los! Ich bin dein ewiges Gemecker sowieso leid. Sei gewarnt, Serrano steht unter meinem Schutz. Wenn du versuchst, ihn zu töten, dann wirst du dran glauben. Dann bist du dran. Du bist dran, dämlicher Roboterarsch. Och Mann, ey. Komm schon, Kleine. Bleib bei mir. Du brauchst dringend ein Pfefferminz. Ich hab euch gehört. Du hast das alles nur getan, um eine Rechnung mit Serrano zu begleichen? Nach allem, was er getan hat, ja. Ich will dieses miese Stück Scheiße töten. Warum? Er hat Blut an den Händen. Mehr als du glaubst. Und das sagst du? Ihr Schweine habt unschuldige Kinder ermordet. Das ist Serranos Version. Ach, ja? Soll ich etwa lieber einem desertierten Piraten glauben? Weißt du, warum Dead Echo ausgestiegen ist? Serrano wollte uns für eine Menge üble Scheiße benutzen. Für Morde an Zivilisten, politischen Gegnern, Reportern, Zeugen. Was hast du gesagt? Reporter? Serrano soll Reporter ermordet haben? Mindestens einen. Der Mann hieß Novak. Schwachsinn! Woher weißt du das? Novak? Kennst du ihn? Mein Vater wurde von Separatisten getötet. Verdammt. Ich bin dem Chor nur beigetreten, um diese verfluchten Separatisten auszulöschen, die ihn ermordet haben. Wenn du weißt, wer es war, wer es getan hat, dann gib mir jetzt einen verfickten Namen! Ich weiß nicht, wer es war, aber der Befehl kam von Serrano. Du gottverdammter Lügner! Woher kenne ich wohl den Namen Novak?
Wir haben Serranos Akten gesehen. Dein alter Herr war einer der Gründe für unsere Abkehr von Serrano. Wenn du lügst, reiß ich dir deine scheiß Kehle raus. Ich bring dich um. Langsam und qualvoll. Du wirst dir wünschen, du wärst bei dem Absturz gestorben. Unterhalten wir uns mal mit dem General. So sieht das jetzt also aus. Wir lassen Ishii gehen, halten uns an Trishka und sehen, dass ihr Vater tatsächlich unter anderem schuld ist an der ganzen Scheiße hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird ja richtig verzwickt hier. So, hier müssen wir wohl wieder klettern. Hey, warte! Ups. Oh! Oh! Uncool. Au. Bei deinem Glück sollte ich vielleicht die Führung übernehmen. Ich hab Licht. Bleib einfach nah bei mir. Au. Ich hab's nicht so mit dem Folgen. Super. Ein alter Hund lernt eben keine neuen Tricks mehr. So alt bin ich gar nicht. Ja, aber das mit dem Hund passt. Hahaha. Ha, ha. So. Was ist das jetzt hier nun? Kanalisation, viele Wege, gefällt mir überhaupt nicht. Gehen wir mal da lang, wenn es hier schon einen Tipp gibt. Dann halten wir uns da. Ich mag diese engen Räume nicht. Ist das Angst in deiner Stimme, Prinzesschen? Nein, nein, verdammt. So. Oh, wo? Oh. Oh, scheiße, ey. In so einer dunklen Kanalisation kann ich das jetzt gerade wirklich nicht gebrauchen. Oh, was für ein Gestank. Ja, und es wird immer schlimmer, je weiter wir kommen. Na toll. Das macht ja Hoffnung. So, dann muss ich den Scheiß hier nicht riechen. Gott, oh! Verdammt! Ich meine, sieh dir das an! Ein Fütterungsgelände der Burnouts. Super! Dann ist hier wahrscheinlich noch die Burnout-Mutter oder was? Ach du Scheiße. Oh, hallo Hand. Hat sich die gerade bewegt? What? The fuck. Okay. Holy shit. Was ist denn hier schon wieder? Ach nö, ich will nicht. Oh. Fuck. Boah. Hier ist irgendetwas Großes. Richtig Großes. Einer weniger. Ich hoffe, das hilft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht euch das an. Das ist doch abnormal. Oh, dem geht's auch nicht mehr so gut. Und was zur Hölle ist das hier? Was zum... Ja, ganz genau. Oh mein Gott. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Trishka, da ist schon wieder einer deiner Lover an der Tür. Ach, und lass mich raten, diesmal muss ich ihn hier reinkicken. Ha! Wie geil, kriegt er eins aufs Maul. Hey, der ist doch schon angeschlagen. Oh, nochmal, jawoll. Ach, ich muss gar nichts machen, der fällt von alleine rein. Oh, wie cool. Obwohl, ich glaube, das ist gar nicht cool. Der mutiert jetzt bestimmt zu einem absoluten Ultra-Übermonster. Und das würde mir gar nicht gefallen. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt irgendeinen geistreichen Kommentar abgeben. Ja, so fühle ich mich auch. Was hat das jetzt gebracht? Ach, wir können darauf. Ich will nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl. Aber ich glaube, das werden wir noch öfter haben. Was ist hier? Achso, ja. Das ist schon klar, dass ich hier automatisch in die Hocke gehe. Ja, hier muss ich jetzt gar nicht mehr. Und wieder in die Hocke gehen. Frische Luft. Wir sind fast draußen. Jawoll. Sieht gut aus. So, den letzten Meter und ja, yeah, wir sind draußen. Licht aus. Gott sei Dank. Gern geschehen. Und wir sind draußen durch. Du bist echt so ein Idiot. Flasche trinken oder zerschießen? Zerschießen wir sie mal.
gefundenen Flaschen 3 von 20. Habe ich da nicht mittlerweile schon irgendwie 10 gehabt? Ich bin verwirrt. Oh, nee, muss das sein. Boah, was? Jetzt haben wir wenigstens noch ein Vollgas abgestaubt. Oh, ich mag euch nicht. Oh, jetzt bin ich auch noch wieder vergiftet. Mann, oh Mann. Kann ich doch überhaupt nicht gebrauchen jetzt. So, was ist hier hinten schon wieder? Ist gar nichts. Hallo, Nummer 15. Sehr gut. Und raus hier. So, jetzt kommt bestimmt gleich mal wieder was Heftigeres. Kurz gucken. Noch nicht. Ist nur eine Frage der Zeit. Tada! Frage beantwortet. Was ist das denn jetzt hier? Feuerwerk! Oh, Schleckenfeuerwerk. Ich habe noch nicht getroffen. Würde ich mir zumindest auch gerade denken. Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber irgendwie treffen die mich hier die ganze Zeit. Das finde ich ja sehr unsympathisch. Ja, dann muss ich das wohl mal wieder mit ein bisschen Sniper erledigen. Oh, knallhart und so gereizt. Sehr gut. Denn es sind hier scheinbar wieder ziemlich viele. Aber wenn es hier viele sind, dann könnte ich doch auch mal... Oh, scheiße, ich darf nicht loslassen. Ich vergesse es aber manchmal immer wieder. So, habe ich jemanden erwischt? Ja, zumindest einen. Und der steht hier auch ganz gut. Versucht zu fliehen, aber kriegt trotzdem von mir eine rein. Hoffentlich fliegt er noch da hinten in die... Oh! Was machst du, Arsch, denn hier? Ist der laub? So. Mal kurz Sniper auspacken, damit ich... Nee, das mache ich jetzt anders. Das mache ich jetzt so. So, leck. Oh, noch einer. Komm, jetzt hat er so ein Ding und jetzt... Ach, komm. Komm, flieg rein mit dem Teil auf dem... Yes! Schade, dass es hier keine Kamera gibt. Geil, Vogelscheuche. Genau, weil dieses Teil auf ihn drauf hängt. Mann, sieht das eklig aus. Ah, yes. Plan aufgegangen. Gefällt mir. Und dann wieder so ein Feuerwerks... Bast. Oh, das muss er natürlich jetzt noch nachladen. Oh, fuck. Ja. So, ich sollte jetzt unbedingt in Deckung gehen. Schnell. Überlebe es. Wow! Wo kommt denn der her? Ach, komm schon, bitte bleib im Leben. Kann ich da durchschießen? Yes! Hier fühle ich mich nämlich einigermaßen sicher. Ist schon klar, dass ich den jetzt nicht töten konnte. Oh doch, der ging sogar tot. Klasse. So. Komme ich an den Rand durch die... Nein. Scheiße. Okay, dann muss ich das doch wieder so machen. Okay, das hat jetzt irgendwie gerade nichts gebracht. Ich wollte einmal hier gegen so ein Teil hier ziehen. Ich glaube, das bringt was. Komm mal her. Komm. Yes! Hochspannung. Doch ganz gut geklappt. So, Trischka. Da ist keiner mehr. Der leidet ein bisschen. Das finde ich voll okay. Denn der hat es auch nicht anders verdient. Okay. Ach nee, nicht schon wieder. Oh, das ging ja jetzt flott. Komm schon, der brennt doch noch. Und dann kriegst du halt nochmal. Oh ja, genau, in Arsch rein. Bäm! Oh, doof, dass das ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat einen Arsch aus Stahl. Hilft ja wohl alles nichts. Aber jetzt können wir da hinten drauf. Warum? Hat er gerade gesagt, nicht auf meinen Arsch? Warum stört den das nicht? Kann es sein, dass er jetzt irgendwie so ein kleines Loch im Arsch hat? Oh, das klingt irgendwie doof. Boah, nachladen. Das dauert immer so lange bei der Waffe, Mann. So, aber jetzt.
Jetzt hat er hier keinen Schutz mehr. Und irgendwie ja dann doch. Dreckverdammte, warum? Das nützt nichts! Kruzifix! Okay, dann ziehen wir eben andere Seiten aus. Oh, warum springt der jetzt so dumm ab? So, jetzt reicht's mir. Jetzt töte ich dich einfach. Altbewährte Manier. Und tschüssi. Huh! Mann, haben wir viele Punkte. Das gefällt mir. Wir sollten aber auch langsam mal wieder Munition auffüllen. Geht das da zufällig gerade? Ja! Ja, richtig Glück. Und wir haben immer noch viele Punkte, selbst wenn wir jetzt hier alles auffüllen. Das finde ich sehr gut. Und damit können wir jetzt erstmal weitermachen. Und... Yep! Das war mal wieder so ein Spezialschuss. Leider habe ich keinen weiteren erwischt. Och nö, jetzt komm! Hallo! Hey, du lebst ja noch. Na jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, mal schauen, was jetzt passiert, wenn wir hier gleich um die Ecke gehen.